Dann habe ich den Patrick Hurst, der Präsident das von nicht mehr da ist. Und da wollte ich da fragen, Patrick, die Manif da und wieso hat nicht mehr da ist, die Manif organisiert? Naja, vom Datum her ist eigentlich schlug auf der Hand. Mai ist aus einem internationalen Tag von Leuten mit einer Behinderung. Den Tag gibt es schon seit 1992. Das gibt es schon über 30 Jahre. Und ja, wie gesagt, das ist ein Tag von der UNO. Und voilà, Lützeburg wird eine UN-Konvention ratifiziert. Die UN-Konvention, die besagt, dass Leute mit einer Behinderung eigentlich dieselbe Rechte sollen, nur wie Leute ohne Behinderung, insbesondere was das autonom, das selbstbestimmte Leben betrifft. Und das ist halt zu Lützburg nicht der Fall. Lützburg und Ungarn sind leider die einzigen Länder in der EU, die keine persönliche Assistenz haben. Und das ist eng von unseren Hauptforderungen. Okay, wer werde ich dann von der neuen Regierung? Naja, von der neuen Regierung erwarten wir uns, dass natürlich die Gesetze, die vier beschlossen haben, noch umsetzt, was Barrierefreiheit betrifft, dass wir da wirklich mit Europa mithalten an den kommenden Jahren. Und aber auch, wie gesagt, dass das persönliche Assistenz angefordert wird, dass es nicht mehr so ist, dass Personen mit Behinderung, die studiert tun, quasi wie Exoten durch die Gegend laufen. Aber dass es au contraire normal ist, dass Leute mit Behinderung dieselbe Lebensperspektiven haben wie Leute ohne Behinderung. Und das durch persönliche Assistenz. Okay, merci dann. Martin Kirsch, ich bin von Präsident von CEFI. Da wollten wir mal fragen, was Sie da motiviert haben, CEFI für heute bei der Manif mitzumachen. Aber ja, wir machen heute mit, weil wir hätten gerne eine inklusive Gesellschaft. Und dafür sitzen wir heute zusammen. Wir wollen nicht mehr, dass Decisionen geholt gehen ohne uns. Wir wollen, dass das mit uns den konzernierten Personen geschieht. Also keine Decisionen mehr über uns ohne uns. Dafür machen wir heute mit. Okay, die zweite Frage wäre sich, was erwarte ich von der neuen Regierung? Aber ja, wir wären ganz froh, dass die neue Regierung mit auf die Weg geht und dass sie uns nur lauscht hat, dass sie eben uns, wir bieten ja uns selbst an, für auf verschiedene Sachen mitzuschaffen. Ich meine, wir sind die am besten wissen, wo die schon direkt, wir sind die konzerniert und wir hoffen wirklich, dass die Regierung mit auf die Weg geht und wirklich, dass wir mehr in wirklich an alle Bereiche mehr inklusiv gehen. Okay, merci. Wir stehen heute bei der Kathedrale. Am wollen noch eine Demo von Nimmer Madeis. Und schon dann hier den Delvos Joel, den vom Departement Travail und vom OGBL aus. Und da wollten wir hinterfragen, was den DTH da motiviert, bei der Demo hier mitzumachen. Also, erstens mal sind wir als Abteilung von behinderten Arbeitnehmern von einer Gewerkschaft schon seit Jahren solidarisch mit den Aktionen von Assoziationen im Behindertenbereich. Mhm. So ist das also für uns auch ganz natürlich, dass wir natürlich dann auch unsere Aktionen aktiv als bedeligen. Dann ist es aber auch evident, dass es wichtig ist, dass einfach die betroffenen Leute mehr an Visibilität eben auftreten, an sich weisen und für hier Rechte eben auch bereit sind anzustehen. Okay. Dann die zweite Frage, was erwartet ihr von der neuen Regierung? Von der neuen Regierung dürfen wir wirklich erwarten, dass all die Versprechungen, die sie an der Vierwahlzeit natürlich gemacht haben, auch anhalten. Wir hoffen, dass wirklich das Problem Adapter auf die Liste geholt wird, dass da endlich ein Service geschaffen wird, der funktioniert, wo die Leute nicht müssen irgendwo an der Kehle oder am Rhein stehen bleiben und kein Bus können oder können wir länger schon Verspätung. Dann erwarten wir aber auch im Niveau gerade von der Arbeit, dass das Gesetz über den Travailleur Handicapé neu reformiert wird. Dass also Versprechen, die eine freie Regierung 2017 schon gemacht hat, wo nicht passiert ist, aber es einfach gut sein, dass das dann nochmal gemacht wird. Okay, das ist nicht. Merci. Okay, wir sind heute Präsidentin von Trisomie 21. Wir wollen mal froh, was motiviert euch, wie bei dem Manif heute zu machen.
Ja, wir sind ganz stark motiviert, weil seit 23 Jahren wird alles gut. Wir eben die ganze Politik immens intensiv verfolgt. Es wird sich viel gedient, aber nach lang nicht alles so, wie wir es gerne hätten. Es sind ganz viele Sachen, die nicht klappen. Wir Frau waren mal endlich an den Appell, die der Inklusion kennt, auch formiert gehen, dass Leute sich weiterbilden. Und dann den Adapter als ein ewiges Thema, und das ist kein Einzelfall. Wir haben dauernd Probleme damit, also ganz gefährliche Situationen. Da werden wir uns, dass die neue Regierung, die gut wurde, uns für alles besser zu machen, der doch möchte. Und zwar im Dialog mit Eis, dass sie mit Eis schwätzen, Eis, Assoziationen, die von den Betroffenen selber sind. Wir wollen nicht mehr, dass über das Käppewäsch Sachen gemacht werden, für Eis, wir nehmen mit Eis und nicht ohne Eis. Und was war der erste Dialog konkret von der neuen Regierung? Wir haben eben gerade das, einen Dialog. Wir geben als immens früher, wenn wir angewandt gehen, weil wir Leute, wir betroffene Leute und Herren, wir wissen genau, was wir brauchen. Und wir wissen auch nur ganz viele Ideen, wie kann die Sachen, die ILO eben nicht gut klappen, wie die kann verbessern. Wir werden einen offenen, inklusiven Dialog, der kriegt, dass auch von der Spielfahrerunion sind, dass diese so durchgehen, dass wir auch können den holen können. Die meisten von uns Leute sind wohl, dass ich die schaffen. An so Reunionen müssten dann schon, wann inklusiv gedurcht und geschafft wird, außerhalb von der Bürostunde sind oder so, dass sie eben ein Congé assoziativ kriegt. Okay, merci. Es soll nicht, merci.